Milch gibt die Kuh natürlich nur, wenn sie auch ein Kälbchen gekriegt hat. Sonst kann eine Kuh keine Milch geben. Die Kühe kommen in den Melkstand rein und dann wird zunächst bei jeder Kuh vorgemolken. Das nennt man auch Anrüsten. Und beim Vormelken in einen Vormelkbecher wird gleichzeitig auch die Milch kontrolliert, ob sie in Ordnung ist. Dann wird das Euter nochmal sauber gemacht mit einem Lappen. Es muss auf jeden Fall ganz sauber sein. Alles, weil Milch ist ja ein Lebensmittel. Und nach ungefähr einer Minute wird dann das Melkzeug angesetzt. Dann schießt die Milch ein bei der Kuh. Man sagt Einschießen der Milch, weil die Kuh ja die Milch freiwillig hergibt. Man ahmt ja im Grunde nach, was das Kalb auch am Euter macht. Und dann wird mit dem Melkzeug die Milch abgesaugt in den Milchtank rein. Bevor die Kuh aus dem Melkstand rausgeht, wird sie nochmal gedippt mit einem Pflegemittel, sodass keine Krankheitskeime sich dort halten können. Wenn die Milch aus der Kuh rauskommt, hat sie ja 39 Grad, das ist die normale Körpertemperatur der Kuh, und sie muss dann sehr schnell runtergekühlt werden auf 4 Grad. Dann ist sie eine gewisse Zeit haltbar. Es ist ja nach wie vor Rohmilch. Wenn man das Kühlen nicht macht, dann wird die Milch aber auch sehr schnell schlecht.